Wir sind fünf Angus und Charlie. Wir sind fünf Angus und Charlie. Wir bringen den Nonsens wieder zur Erde, auf dass das Leben schöner werde. Wir sind fünf Angus und Charlie. Bring mir die Sonne wieder zurück, die Sonne ist für alle da. Fang mir die Sonne heute hier und jetzt. Wir fanden es eigentlich immer langweilig, einfach nur Songs zu covern. Wir schreiben ja alle bei den fünf und jeder hat eine andere Herangehensweise an das Songschreiben. Ich habe aber ja dann für unser letztes Programm selbst einen Hit geschrieben von Patrick Lindner. Es war eigentlich gar nicht so schwer, ich musste nur alle Titel, die ich so von ihm gefunden habe, in die richtige Reihenfolge bringen. Und schon hatte ich einen ganzen Songtext. Mit dem Thema, wie schreibt man einen lustigen Text, da gibt es leider gar keine richtige Antwort. Und da gibt es auch keine Herangehensweise, wie man es machen muss, dass es funktioniert. Braucht er ja gar nicht, wenn er sich schlafend stellt. Nee, also ernsthaft jetzt, das mit dem Schnarchen ist noch, das kann man weglassen, das mit dem Wecker auch, weil das braucht man eigentlich nicht. Ja. Das war jetzt bloß irgendwie in dem Layout so gedacht, dass es ein bisschen bei der Präsentation ein bisschen mehr so, so, da ist ein Wecker dabei. Haben die gemacht. So was. Manche Songs, die sind schon sehr weit fortgeschritten, die sind zu 80% fertig und da geht es eigentlich nur darum, die Stimmen zu verteilen, aber das Ding steht an sich. Manche Songs, die sind halbgar, kommen die auf den Tisch und da entwickeln wir alle zusammen weiter, da hat jeder irgendwelche Textvorschläge oder vielleicht auch Richtungsvorschläge. Einfach, dass ihr mal reinhört in den Dreierchor. Du hast den jetzt alleine eingesungen? Nee, ich habe den so, wie wir ihn gelassen haben, der wirkt jetzt halt so ein bisschen morbid und mehr karikaturmäßig und das finde ich eigentlich ganz geil. Also bevor wir ins Studio gehen, singen wir den natürlich erstmal, wir proben den und dann wird ein bisschen rumgetauscht, Stimmen getauscht und Sätze ausprobiert. Höhe, Tiefe, was funktioniert. Ja, in der Mitte dieses Ding, das muss man halt schauen, also rhythmisch funktioniert es vielleicht, aber man muss schauen, ob es tonal funktioniert, ob wir es da reinschneiden können. Ja. Aber das wäre natürlich schon lustig mit dem. Ich habe erstmal gar keinen Song, sondern habe irgendwie eine Idee und habe dann verschiedene Richtungen, in die das gehen kann, lege dann vielleicht so 5, 6, 7 Richtungen mal auf den Tisch, nehme verschiedene musikalische Sachen auf, bei mir zu Hause, Texte rum. Probier einfach mal und lass erstmal alles zu und dann merke ich auch, das funktioniert ja nicht. Und das, so wie ich es hätte, das wäre doch toll, aber das funktioniert dann leider auch nicht. Und dann kommt was Drittes dabei raus durch die Mischung und dann merke ich, das funzt ganz gut, bringt mich wieder auf eine andere Spur. Es ist für mich persönlich, auch wenn ich ganz viel Quatsch mache den ganzen Tag über, ist es für mich trotzdem extrem schwierig, das in einem Song wiederzuspiegeln. Jeder hat einen anderen Humor und den Humor, den ich habe, den hat ja keiner in der Band. Ach Kai, das will doch keiner in dem Bandporträt sehen. Ey, komm, zeig mal deinen. Nee, aus gutem Grund zeige ich meinen. Wir unterhalten ja, wir machen ja Unterhaltungsmusik. Wenn dem erstmal die Lust auf Stehwinkel vergeht, dann vergeht ihm auch die Lust auf Bier. Ich gehe auf die Bühne und will die Leute dann unterhalten. Und nicht Sachen, die sie vielleicht aus dem Konzertsaal draußen lassen wollen, noch vertiefen. Das ist total normal, dass jeder irgendwie ein anderes Geschmäckle reinbringt. Und das ist gerade das Besondere bei den fünf, dass halt wirklich jeder bei uns schreibt und jeder so was anderes reinbringt. Bei uns ist eben der Unterschied, dass wir dazu noch unfassbar witzige Texte haben.